Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS 17 auf der Mining and Construction Map zusammen mit dem Backman. Hast du den Tagesort? Ja. Servus. Ja, guten Tag. Ich habe mal wieder ein bisschen nachgeforscht, und zwar laut der neuen Verordnung betreffend der Stone Crusher. Steht in Paragraph 3 Absatz 4 Zeile 5, dass man jetzt mit einem Gartenschlauch und Wassersprenkelung, also es muss quasi, dem Stonecrusher muss von oben eine direkte Wassersprenkelung aufgrund der enormen Rauch- und Rauchentwicklung, also, weißt du, weil das Staub, ja, Staubentwicklung wollte ich sagen, musste erst mit Wasser quasi gedämpft werden, ja, um Anwohner zu schützen. Ist ganz neu, ist vom 14. April 2018, ja. Stonecrusher-Verordnung. Wollte ich nur mal sagen, Mr. Mining, nicht, dass du dann in der Aufnahme wieder... Achso, nehmen wir schon auf? Ja, das tut mir jetzt leid. Können wir ja rausschneiden. Ja. Nicht, dass du mit der Asphaltproduktion letztens wieder so auf dem Schlauch stehst. Ich wollte dich da nicht blamieren. Ja. So, es kommt nochmal Geld. Bist du eigentlich schon fast für den Rattler reichen eigentlich, ne? Nee, reicht schon. So. So. Aber diese olle Eisen hier, was ich hier produziere, Stahl, der gibt ja auch ordentlich Geld, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus, Radladertechnisch? Wo soll denn der nächste Radlader hin? Und welchen wollen wir? Hoppala. Könnt ihr erstmal vor euch dafür die mit den großen holen, und dann tut ihr den anderen erstmal oben, wo ich eine Base erstellen. Ja. Also kaufen wir noch einen großen Cat-Radlader, und ich nehme die zwei kleinen jetzt gleich mit runter, oder was? Da könnte man es ja so machen, dass wir den Cat-Radlader in die Mine tun und aus der Mine den Radlader, den wir haben, der hat nämlich 8000 Fassungsvermögen, hier hoch auf dem Hof, oder? Ja, das fand ich ja gerade. Achso. Ja, dann sag's doch so, Mann! Wieso geht denn der nicht runter? Komm. Sie gehen jetzt nicht unter den Räder. Ach Mann, warum liegt denn der so tief? Haben wir eigentlich noch einen anderen LKW? Oder mit was haben wir denn den links gefahren hier? Eigentlich den Transporthänger müssten wir nicht haben. Den haben wir auch, aber der LKW geht gerade nicht. Die Sattelplatte geht gerade nicht runter. Man musste immer warten, bis ich meinen Hänger mit abgeliefert habe, dann bringe ich den anderen LKW. Welchen hast du? Den Lizard da. Pinstall, wie er heißt. Was war jetzt der Unterschied zwischen den AWS-Loader und den Agri-Articul? AWS hat diese Allradlenkung. Aber der andere hat die normale Lenkung? Ja, diese Knicklenkung, ja. Nehmen wir mal noch einen Knicklenker, komm. So, okay. Ist ja blöd, der geht nicht hier drunter. Links ist zu hoch. Der ist zu hoch. Warum auch immer. Doch, was ist jetzt hier? Wie, was ist jetzt hier? Bist du wieder aufgewacht oder was? Ja. Können wir das Ding jetzt hier mal verkaufen gehen? Komm. Wo steht denn der auf die Gebäude? Am Hof oder wo? Oben, ja. Ja, der steht hier. Du kannst mal bitte. Achso, nee, ja. Fahr mal den Kleinen noch mit ran hier. Hier den Cat. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Welche? Den Cat.
den kleinen, den Bobby Bobcar hier. Willst du den auch verkaufen? Ja, was denn nicht? Wow, ein schöner Bobcat. So einen größeren. Ja, kriegst einen Chasey Beetle Loader. Wo ist der Manus? Was willst du? Ja, dass du hier mal belädst, Alter. Und es wäre auch mal echt schön, wenn du die Maschine ausmachen würdest, wenn du hier rausfährst, ey. Ja, ich bin da nicht so weit, ne? Jetzt werd mal ganz unruhig und sammel mich die ganze Zeit hier voll, Mann. Okay, hier für dich. Was hier für mich? Junge, wir kümmern uns hier darum, dass du hier oben einen ordentlichen Radlader hast, ne? Weil du die ganze Zeit nur am Rumpflen bist. Und nur hier dein... keine Ahnung, was machst. Ich habe mal mit meiner Blätter. Der ist viel zu langsam. Um 20 Meter über den Hof zu fahren, ey. So, deswegen kriegst du jetzt hier extra einen JCB Radlader mit 7700 Liter Fassungsvermögen in der Schaufel. Dass wir endlich mal dieses Ohrenbluten für uns aufhört. Ich will ein Cat haben. Und ich will! Schon mal gar nicht! Ich will, hab ich gesagt. Ich möchte bitte, heißt das, mein lieber Herr Gesangsverein. Sag mal, wo sind wir denn hier? Ich will ein Cat-Lader. Nee, ist wie mit meiner Tochter. Da muss ich es auch jeden Tag neu erklären. Guck jetzt her hier. Oh, ich weiß, was das ist. Dein Radlader. Komm her jetzt hier. Hier bist du. Hier, hallo, hallo, hallo. Was, der geht wohl nicht runter? Oh. Doch, sie kann ich runterschieben, aber die Stützen gehen hier zu weit im Boden ran. Komm her. Hör auf, hier rumzugehen. Motivation, Junge. Weiß. Ja, hier ist deiner jetzt. Das ist kein Cat, den will ich nicht. Da steht JCB drauf, dann kratzt es ab und schreibt mit Edding Cat drüber, Mann. Ja, den nehme ich nicht. Mach mal. Ey, leck mich doch. Mach mal das Ding hinten runter. Nee, den nehme ich nicht, ey. Da gehen 8000 Liter rein, Mann. Das ist doch scheiße. Was? Zu viel, hä? So, und der Haufen hier, der wird jetzt verschrottet. Warte. Und der auch. Boah, so ein Ding bräuchte ich zu Hause zurzeit, ey. Ohne Mist, ne? Und so einen kleinen Bagger, ey. So einen kleinen Mini-Bagger, ey. Mir würde so ein 1,5 Tonner würde mir... Ey! Sag mal, Alter, hast du eine Panne? Ich wollte dich auch schieben. Ja, jetzt guck dir mal die Kacke hier. Sieht gut aus. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Ihr wollt mich doch alle verarschen, ey. Jetzt mal ohne Mist. Ey, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken jetzt hier? Lol, ey. Ist kein Scheiß, ne? Mach dir damit mal einen Bobcat, seid ihr bescheuert? Ja, aber Bobcat. Häng dich auch noch rein, ey. So. Dachte, der sitzt so schön drauf, kannst du einfach hochschieben, aber den auch nicht. Wieso fährt denn dieses... Oh, Bitch. Ist auch so, man sehe ich aus wie so ein Fußball oder was? Ihr Penner! Hört auf, so dämlich zu lachen, ey. So, jetzt bin ich hier hochgeklettert. Mann, kleines Ding da. Mach zu, komm. Und fixieren, wenn es geht. Und jetzt fahr runter hier. Mach die Hupe aus und speise ich das Kabel durch. Was machst du eigentlich mit dem Volvo hier? Hä? Ja, da hab ich jetzt da vorne reingekippt. Was? Ja, denn. Ist doch schon ernst, oder? Du hast ja jetzt hier einen Radlader mit 8000 Litern. Ja. Ja, da brauchst du doch nicht noch den Volvo hier zum Hin- und Herfahren. Bist du schlimmer wie Parker hier von die Goldkleber? Das ist ein Cat, Junge, Cat! Ja, ich mach das nicht mehr mit. Entweder nennst du das jetzt Cat oder Alter. Wo bist du? Der sieht aber aus wie ein Volvo. Ist ein Volvo-Nachbau. Nein, das ist nicht. Doch. Ein Cat, Alter. Na, was ist denn jetzt mit Stone Powder? Das ist leer, Alter. Ja, leer. Super. Ich hab gesagt, die Schaufel ist zu groß. Wieso fährt denn der jetzt schon wieder da runter? Ich wollte das ja machen. Du hast gerade zu gesagt, fahr runter. So, ab geht die Luzi. Kannst du auch mitfahren, wenn du willst.
Tor. Ach, kein Platz frei. Und geh doch mal zwischen Anhänger und Deichsel raus hier, es ist ja furchtbar. Tiger. Was? Tiger. Steig aus. Moment, steig wieder ein. Nicht da. Ja, da wollte ich auch gar nicht hin. So. Mann, 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 ey. Ist ja richtig hier Krabbelgruppe, ey. Ohne Mist, ey. Bienchengruppe heute hier, oder? Froschgruppe, was immer? Wir sind die Giraffengruppe. Ja. Oh. So. Oh, ich sehe nichts. Boah, 7800 Liter passen in die Schaufel. Ja, ich kann es ja auch auf die Stirn meißeln. Dass du es mal verstehst. Was? Ich hab ein. Wow. Ich hab ein cooles neues Spiel, Frostpunk, aber. Ich hab's noch nicht gespielt, ey. Und Let's Play lohnt sich nicht mehr, weil es schon zu lange draußen ist. Kotzt mich ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Was ist Frostpunk? Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich nochmal spielen soll. Frostpunk ist so ein Aufbauspiel. Im. Eiszeitalter. Oh, jetzt kommt er wieder hier. Ey, es ist zum Kotzen. Nee, ich hab's mir auch noch nicht so richtig angeguckt. Es geht, nein. Gott sei Dank. Schade. Was? Alles klar, Bitch. Wirst du sehen. Was wär ich denn sehen? Wirst du sehen, Alter. Was spielen wir jetzt nochmal bald? Was kommt bald raus? Was werden wir machen? Du spielst gar nichts mehr. Gut, dann spiel ich an deiner Mom rum, während du das andere spielst. So einfach ist es. Verstehst du das? State of Decay 2. Ach ja, State of Decay 2. Genau, so. So. Abladen. Ist nicht gefallen, Tiger. Und verkaufen. Wind. Drängelt es sich auch noch vor. Was sagst du? Drängelt es sich auch noch vor. Ja, wird doch sonst nichts hier. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Alter, du bist ein Arsch. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist sonst hier nichts hier. Mach nicht immer den Tiger so runter, ey. Ich hab irgendwann auch mal die Faxen, Dicke. Du hast immer so. Die Faxen dicke, nach 5 Minuten Aufnahme hast du die Faxen dicke. Ja genau, warum? Vielleicht liegt es wirklich an Aufnahmepartner. Anne. Nee. Kannst ja keinem mehr erzählen hier, ey. Ja, ohne Scheiß. Oh, wenigstens einen neuen Radlader, ey. Gehen die da unten zu zweit rum, Alter. Unfassbar. Junge! Hast du mal Leute das Ding angeguckt? Ja. Ja. Ja, der Tolle, der geht jetzt nach euch da in die Metallmine oder was, ihr Plattruf, der kommt zu mir. Oh, hör doch mal zu, Alter, wenn mir dir was erzählt, ne? Komm, hör doch einfach mal runter. Zu, wenn mir dir was erzählt. Ich fahr das Ding jetzt da hoch zu mir an den Berg. Es ist so eine Katastrophe mit dir. Ja, die lass es gesperrt, du Blebo. Ist das ein? Ne. Mach mal Platz da eben. Geh mal kurz raus, Manus. Ja, Gesundheit. Patienten mit Fahrrad. Ja, Gesundheit. Ja, was denn, Mann, ey? Geh lieber die Straße sperren, indem dich da mitten auf den Weg stellst, aber erst kurz bevor die Fahrzeuge da sind. So. Der muss hier rein! Was gibt's Neues aus dem ETS-ATS? Dieses Scania Tuning Pack wollen sie jetzt ja wohl irgendwie auch für den neuen Scania jetzt konfigurieren. Ja.
Wie macht man denn solche Spezialtransporte bei ETS mit so großen Anhängern von A nach B fahren oder was weiß ich? Weißt du? Ist das schon was Neues oder wie? Nee, ich guck manchmal bei halt so Leuten rum und da sehe ich halt, die haben da einfach riesen Anhänger hinten dran immer. Ja, vielleicht irgendwelche Mods, die sie drauf haben. Mal gucken. Okay. So. Schaffen wir den dann die Mine, dann sind wir auch fertig für heute. Da ist die Woche schon wieder rum, ne? Schon wieder Donnerstag. Ja. Fiese, du musst ja Samstag hoffentlich wieder arbeiten, oder? Bitte? Musst du Samstag wieder arbeiten? Oh, einen Moment. Kommenden Samstag? Oh, wenn heute Donnerstag ist, dann ist ja morgen ein Livestream. Morgens Livestream? Richtig. Oh, da wäre ich hoch. Da wäre ich eine. Oh, da wäre ich eine Minga machen, ey, Junge. So. Da bin ich in Fulln, Dienstag frei, Mittwoch spät, Donnerstag Schule, Freitag früh und Samstag gleich, Bitch! So, also es können jetzt in den Kommentaren die ersten Wetten abgeschlossen werden, ob Fisi Samstag noch arbeiten muss oder nicht. Ich mache eine Wette, ist irgendjemand krank oder du musst arbeiten? Nee. Was nee? Weil ich werde krank sein. Oh, das war mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Das ist tatsächlich ein Kündigungsgrund. Lol. Ende der Reise. Ah ja. Das war's. Hast du aufgesetzt, Doris? Hier komme ich nicht rüber über die Hugel. Kündige war ich Vollzeit-Streamer und so, ne? Wow. Wow, hat er nicht gesagt. So, haben doch schon so viele versucht. Versucht. Das ist eine Sache, dass wir das Risiko würde ich nie eingehen. Ach, niemals. Außer, es ist natürlich so wie jetzt hier bei den ganz krassen hier Ninja und so weiter. Ah, gut. Also, wie gesagt, da hat er jetzt zur Spitzenzeit $20,000 am Tag verdient, ne? Ja. Also bei $20,000 am Tag. Brauchst natürlich nicht überlegen. So, wir haben einen Caterpillar 980H in der Mine. Jetzt hier. Dafür einmal kurz Applaus. Reicht. Und abmoderieren. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.